Happy birthday to you. Happy birthday to you. Das war eine wunderschöne Stimme, Schatz. Dankeschön. Deine Seiten sehen legendär aus. Meine Seiten sind richtig geil. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Hi Leute. Heute. Zum ersten Mal mit 24 bist du vor der Kamera. Ist das gestern. Ein anderes Gefühl? Gestern, als wir schlafen gegangen sind, sagt er so, Guten Nacht, mein 23-jähriger Aschkum. Und heute Morgen, wir machen so, er sagt so, Guten Morgen, mein 24-jähriger Aschkum. Hey. Ich gebe hier so Sachen preis, ne? Oh. Aber ich find's süß. Was steht heute so an? Heute gehen wir picknicken und dann essen wir ein Eis hier auf unserem Balkon. Wir gehen heute irgendwo picknicken, wo wir schon mal picknicken waren. Und ich frage mich echt, ob es voll sein wird. Weil eigentlich wollten wir zu so einem bekannten See, sag ich mal. Und da kann man auch schön picknicken. Aber ihr habt mir auf Instagram geschrieben, dass es sehr voll sein wird dort höchstwahrscheinlich, weil es bis jetzt immer richtig voll war. Und dann hat uns Jennifer vorgeschlagen, dass wir nochmal dahin fahren. Es ist eigentlich echt schön da, aber wie gesagt, ich bin gespannt, weil wir müssen eine Stunde lang dahin fahren. Und das ist nicht ohne. Aber wir bereiten jetzt erstmal den Picknickkorb vor. Ich bereite erstmal meinen Kopf vor. Muss Haare waschen, meine Seite ein bisschen links machen und dann können wir gehen. Okay. Und ich bereite den Picknickkorb vor. Ich muss ja alles selber machen an meinem Geburtstag. Nein, wir machen das zusammen. Warte, ich zeig noch mein Geschenk, mein süßes Geschenk. Leute, ich bin einfach so ein Fan von persönlichen Geschenken. Also als wir zu Hause waren, hat er sich einfach an diesen Tisch da hingesetzt. Und danach saß er stundenlang da dran. Ich denke mir so, was machst du die ganze Zeit? Und danach hat er einfach gesagt, ich bereite gerade dein Geschenk vor. Ich so, okay. Und danach dachte ich mir so, was kann man stundenlang an deinem Laptop machen und irgendwas vorbereiten? Tja, dann habe ich halt dieses Buch hier bekommen. Es ist ein selbst erstelltes Buch. Und wie man hier sehen kann, hat er uns auch erstellt hier. Er hat sich mit Athlet erstellt, weil er immer mit Athlet rumläuft. Auf jeden Fall hat er hier so richtig schöne persönliche Sachen geschrieben. Vielleicht kann ich euch, aber ihr versteht es höchstwahrscheinlich nicht richtig, denn da hat er meistens auf Türkisch reingeschrieben. Aber ich zeige euch das mal kurz. Er hat da mal so persönliche Sachen reingeschrieben und hier steht zum Beispiel, keiner kann uns trennen. Und immer wenn er zur Arbeit geht, sage ich, komm nicht zu spät. Und das hat er halt hier hingeschrieben. Und ich weiß einfach, wie lange er an diesem Buch saß. Und ich fand es halt richtig schön. Und hier habe ich auch so eine Milka-Packung bekommen mit sehr viel Schokolade. Denn ich liebe nur mit richtig Schokolade. Und jetzt habe ich auf jeden Fall so eine Erinnerung bis an mein Lebensende, was ich richtig schön finde. Weil da stehen auch so viele Insider drin, die ich auch in der nächsten Zeit nicht vergessen möchte. Und gestern habe ich diese Blumen hier bekommen. Denn gestern hatten wir auch Jahrestag, aber halt nicht Hochzeitstag, sondern an dem Tag sind wir zusammengekommen, einen Tag vor meinem Geburtstag. Und ich habe das letztens auch in meiner Story erwähnt, also jetzt sind wir genau 3 Jahre zusammen. Einen Tag vor meinem Geburtstag sind wir zusammengekommen. Vor 3 Jahren habe ich noch überlegt, wird diese Fernbeziehung überhaupt klappen? Und ich war wirklich, ich sag mal so, ein bisschen negativ eingestellt, weil ich immer voll gegen Fernbeziehungen war, weil ich immer dachte, so, das wird nicht klappen. Und ich bin halt so eine Person, die sehr anhänglich ist und ich brauche einfach die Person, die ich liebe, immer an meiner Seite. Tunjay hat mich halt überzeugt, dass es doch klappen könnte und jetzt sind wir einfach verheiratet und bekommen ein Baby. Das ist echt heftig und immer wenn ich darüber rede, werde ich wirklich emotional. Als ich das in meiner Instagram-Story angesprochen habe, haben mich sehr viele gefragt, wie wir das gemeistert haben. Wollt ihr so ein Video, dass wir mal darüber sprechen, wie man Fernbeziehungen leichter überstehen kann, sage ich mal. Also falls ihr so ein Video wollt, dann gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben und schreibt es in die Kommentare, damit wir dann wissen, wie viele Leute Interesse haben. Ich habe hier gerade so einen Zahnpasta-Fleck, aber ich wollte mich gerade umziehen und ich dachte mir so, ich mache es mal etwas cooler. Und zwar würde ich sagen, Quick Outfit Change. Ich habe heute was Sommerliches angezogen mit Baby Boy. Es ist auch sehr schön warm draußen und deswegen freue ich mich auch. Ich möchte auf jeden Fall einen Obstsalat machen. Ich habe jetzt ein paar Sachen rausgeholt und ja, mix es einfach das, was wir jetzt gerade zu Hause haben und was wir gestern gekauft haben. Ich habe wirklich lange überlegt, was wir machen könnten. Ich habe euch auch auf Instagram gefragt und ja, die beste Idee war picknicken, weil was anderes kann man nicht wirklich machen. Und mit der Familie feiern können wir auch nicht. Was ist das? Oh, ich habe noch mehr Blumen bekommen. Der Grund, warum bei mir Lebewesen immer sterben. Liebe Ero, das Ames-Team wünscht dir alles Gute zu deinem Geburtstag, für die Zukunft und das Beste. Genieß den Tag und lass dich kräftig feiern. Wir denken heute besonders an dich und fühlen dich gedrückt. Oh, danke schön. Oh, how cute. Auf jeden Fall wasche ich jetzt das ganze Obst hier. Erdbeeren sind so oder so mein Liebling gerade. Top Teller.
Er macht jetzt die einfachsten Sachen. Einfach so ihre Sachen in den Korb reinstellen. Messer. Fizzle-Mix. Ich beschäftige mich so mit gesunden Sachen und er so. Cookies. Leute, das ist einfach die beste Erfindung, die es gibt für Äpfel. Es geht einfach so schnell. Und seitdem wir das haben, essen wir auch öfter Äpfel, weil es einfach, wie gesagt, schnell geht und man dann nicht so faul ist, um Äpfel zu schneiden. Mmh. Lecker, 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 lecker. Are we ready? Man wird denken, wir gehen woanders schlafen, so. Mit den Sachen. Wir haben gar nicht an eine Picknickdecke gedacht, deswegen musste ich hier diese Kuscheldecke mitnehmen. Den Rest habe ich einfach so mitgenommen, damit wir jetzt etwas gemütlicher haben. Unser Mann, let's go. Let's go. Na, wir müssen noch Brötchen kaufen. Fail. Ach so, deswegen? Next try. Okay. Safety first. So Leute, mir haben noch Kerzen gefehlt, deswegen holen wir noch Kerzen. Ich weiß aber jetzt nicht welche. Nein, ich will nicht sowas. Ich glaube, ich will sowas. Was richtig Süßes. Basic. Wir können dein Alter nicht brauchen. Ich will das auch nicht. Brötchen haben wir jetzt auch gekauft. Das hat noch gefehlt. Und Leute, mir ist aufgefallen, als wir das gekauft haben. Sonja hat ja gesagt, wir können dein Alter nicht draufschreiben. Aber hier sind genau 24 Kerzen drin. Und ich mache das dann später alles auf meinen Kuchen drauf. Auf meinen kleinen Kuchen. Wir waren letztens einkaufen und dann haben wir einfach so random so einen Kuchen gekauft, damit ich wenigstens irgendeinen Kuchen habe zum Geburtstag. Also das wird auf jeden Fall keinen Spaß machen, diese ganzen Kerzen auf den Kuchen drauf zu packen. Aber es wird Spaß machen, das Ganze auszupusten. Also der Ort, wo wir hinfahren, das ist wirklich ein sehr schöner Ort. Wie gesagt, wir sparen schon mal dort. Leute, ihr wisst ja, Tonja und ich streiten uns echt nicht auf, ne? Warum auch immer war ich zu der Zeit sauer auf ihn. Ich weiß gar nicht, deswegen hast du diesen Picknick vorbereitet, ne? Wir waren ja schon mal dort picknicken, wie gesagt. Und am nächsten Tag hat er mich richtig früh abgeholt. Und keine Ahnung, was, 8 Uhr morgens oder sowas. Von meiner Tante, da wo wir noch nicht verheiratet waren, mit so einem Picknickkorb. Und dann sind wir einfach dahin gefahren. Aber das war, weil ich sauer auf dich war. Ich weiß aber gar nicht mehr, warum war ich sauer auf dich? Wir fahren wieder mal durch Berge und Wälder. Oh, wie dreckig die Scheibe ist. So, wir sind endlich angekommen. Und so sieht das Ganze aus. Also hier ist echt sehr, sehr ruhig. Hier ist, glaube ich, kein einziger Mensch. Hier sind zwar ein paar Autos, aber wir müssen uns jetzt ein schönes Plätzchen suchen. Okay, der macht es hier direkt gemütlich. Also jetzt haben wir eine richtig große Decke hier. Es ist auf jeden Fall schon richtig windig hier. Deswegen habe ich extra, also ich bin so froh, dass ich extra so eine Decke mitgenommen habe, damit ich, beziehungsweise wir uns zudecken können. Ist dir kalt? Nein. Genau, hier ist wirklich keiner. Das ist so krass. Und wir haben eine sehr schöne Aussicht und können jetzt essen. Ich habe extra so ein Dings eingepackt. Obstsalat, ich habe so viel Obstsalat gemacht. Ich habe das voll unterschätzt. Da ist echt viel drin. Hier ist unser normaler Salat. Genau. Hummus. Ja, darauf hatte ich richtig Bock auf Hummus. Gouda und unser veganer Schinkenspicker. Ich habe das ein paar Mal in meiner Story gepostet. Wenn die so Schinken lesen, dann denken die sofort so, oh, Schweinefleisch und sonst was. Und ich habe auch gezeigt, dass es vegan ist. Ich habe auch vor meiner Schwangerschaft darauf geachtet, dass ich kein verarbeitetes Fleisch esse. Ihr wisst ja, dass wir aufgehört haben, bei McDonald's und Burger King und so zu essen. Weil das alles einfach krebserregend ist und ich sowas nicht in meinem Körper haben möchte, sage ich mal. Und das sind halt richtig gute Alternativen, weil die schmecken wirklich richtig nach diese Puten. Natürlich essen wir zum Beispiel ab und zu mal bei KFC. Ich meine, das ist jetzt auch nicht das Gesündeste. Aber Burger King und McDonald's ist echt Bullshit, Leute. Es ist jetzt doch etwas kälter wie gedacht. Deswegen habe ich jetzt noch ein paar Decken geholt, eine Jacke. Nicht, dass die junge Frau hier noch krank wird. Man wird denken, wir sind hier auch zu schlafen. Dann Çiçek mi aldın yine? Aber die ist auch von meiner Mama. Ich habe am Anfang deine Blumen gezeigt, dann kam von Ames Management an und jetzt von meiner Mama. Meine Mama hat mir aus Bielefeld Blumen her schicken lassen. Sie hat auch so eine süße Nacht hinterlassen. Ich habe mich voll gewundert. Ich wusste nicht mal, dass sie Blumen bestellen kann. Ja, aber ich habe mich gefreut. War auch schon richtig emotional. Wir müssen heute noch essen.
kochen. Und dann schneiden wir noch deinen Geburtstagskuchen an mit deinen 24 Kerzen. Ich habe jetzt schon gar keinen Bock, die Kerzen drauf zu machen. Falls ihr euch fragt, was das hier ist. Keine Ahnung. Da wir in der letzten Zeit nicht so oft rausgehen können und ich voll das schlechte Gewissen hatte, wollte ich so ein Gerät haben, dass die Luft hier so reinigt. Also wenn wir mal auch das Fenster nicht aufmachen können, wenn es mal zu laut ist und sonst was. Also ja, damit die Luft hier immer so rein ist und das kühlt auch so ein bisschen. Sehr viele haben mich auf Instagram gefragt, wo das ist. Das ist von Dyson, aber eben, also es gibt viele andere Alternativen, falls ihr auch sowas braucht. Genau, das, also für Sommer ist es auch richtig gut, also es kühlt richtig. So, ich habe jetzt kurz was zu essen vorbereitet, einfach Nudeln mit Tomatensauce. Ich wollte mich nicht so unbedingt mit Essen beschäftigen heute. Wenn wir ganz normal rausgehen könnten, wären wir höchstwahrscheinlich heute essen gegangen. Nicht so schlimm, das ist trotzdem lecker. Easy und lecker. Und Leute, warum auch immer, hatte Tunjay richtig Bock auf den Kuchen. Deswegen hat er gerade eben Kuchen gebacken. Wir haben euch zwar nicht mitgenommen, aber wir werden euch auf jeden Fall zeigen, wie das dann am Ende aussieht. Er war kurz draußen. Und er ist einfach rot geworden. Hier vor allem. Sonnenbrand oldum. So ganz kurz einfach. Es ist bei allen hellen Menschen so. Falls ihr euch fragt, was diese Kartons hier sind, das ist von unserem Schirm, Sonnenschirm, ist heute angekommen. Das war mein Geschenk an mich. Ich liebe es, auf dem Balkon zu sitzen, aber unser Balkon bekommt den ganzen Tag über die Sonne ab. Deswegen kann man das einfach nicht aushalten. Unser erster Sonnenschirm ist weggeflogen. Wir sind rausgegangen, haben den Schirm sogar gesucht, aber deswegen muss ich einen anderen bestellen. Ja. Und hier sind so ein paar Sachen für Baby. Das ist zum Beispiel ein Windeleimer. Tunjays Getränk und mein Getränk. Zu viel Gin ist ungesund, deshalb nur gelegentlich konsumieren. Ja, ihr habt gehört. Ich wollte das ertrinken, beziehungsweise ich habe schon ein paar Stücke genommen, aber da stand irgendwie Gin-inhaltig. Wir wussten ehrlich gesagt nicht, was es ist, deswegen hat Tunjay das direkt gegoogelt. Also so viel, wie ich getrunken habe, ist jetzt nicht schädlich, aber Schwangere sollten solche Getränke wohl vermeiden, damit ihr Bescheid wisst. Jetzt muss ich was anderes trinken. So Leute, so sieht Tunjays Kuchen aus. Mein geiler Marmorkuchen. Er tut jetzt noch ein bisschen Puderzucker hier drauf und dann... Irgendwie ist die Form nicht so gelungen. Ja, Dimmel sieht so voll. Aber das riecht so richtig lecker und schmeckt bestimmt auch so. So Leute, jetzt lassen wir es noch ein bisschen drauf schneiden. Geil, oder? Ja, auf jeden Fall. Wie findest du deinen Geburtstagskuchen? Das ist mein Geburtstagskuchen? Ja, auch. Jetzt hast du zwei. Okay. So Leute, ihr seht hier schon den wunderschönen Kuchen von meinem Mann. Tunjay hat das sehr gut gemacht, auf jeden Fall. Eigentlich hatte ich eine andere Torte. Also ich habe mir das viel, viel schöner vorgestellt. Also so sieht er aus, aber er sieht echt unappetitlich aus. Deswegen dachte ich mir, jetzt wird es wirklich mein Geburtstagskuchen. Wie geil der riecht. Wie ich es auch am Anfang gesagt habe, werde ich jetzt alle, beziehungsweise werden wir alle 24 Kerzen da drauf packen. Und das kann jetzt ewig dauern, deswegen tun wir euch das jetzt nicht an. Und ihr könnt das schön im Zeitraffer anschauen. Oh, Schatz! Dann bleibst du halt 23. Tada! Sieht so hässlich aus. Wow, wie geil das aussieht. Ich muss mir was wünschen. Happy. Yay. 24 Jahre. Okay, jetzt können wir das alles wieder abmachen und essen. Ja. Wow, die Shebensue. Ja, wollte ich gerade sagen, sieht aus wie ein Zahn. Ich habe so ein Yin und Yang Zeichen gemacht, guck mal. So, jetzt machen wir den Geschmackstest. Ist nicht gut? Spaß. Schmeckt gut. Aber der ist auf jeden Fall richtig luftig. Falls ihr das während Ramadan schaut, beziehungsweise während ihr fastet. Sorry. Dankeschön. Bitteschön. Hallo. Ich bin immer so müde. Ich habe mich schon abgeschminkt, Leute. Ich auch. Ich muss noch meine Haut pflegen. Ja, ich auch. Aber wir denken, wir haben richtig durchgefeiert gerade. Ja, ich auch. Wir sind müde. Wie war dein Geburtstag so? Jede Menge Blumen bekommen. Ja, sehr viel Liebe. Ich habe mit meiner ganzen Verwandtschaft in der Türkei telefoniert. Jeder hat nacheinander angerufen. War schön. Freust du dich schon auf deinen nächsten Geburtstag? Nein.
Obwohl doch, wenn Baby dabei ist, dann schon. Ja, ansonsten haben wir eigentlich nichts mehr zu tun, außer dass wir gleich schlafen gehen. Aber wir wollten kurz das Video beenden. Wir bedanken uns auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen. Mhm. Und falls ihr noch kein Abonnent von unserem Kanal seid, abonnieren nicht vergessen. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bye, bye, bye. Bye.